ein Viertel aller Beschäftigten ist bei uns prekär beschäftigt. Ich finde das einen einzigartigen Skandal. Ein Viertel ist im Niedriglohnsektor. Wir haben den Missbrauch von Leiharbeit und von Werkverträgen. Und ich bin ja eigentlich für das Verbot von Leiharbeit, weil ich das für eine moderne Form von Sklaverei halte. Aber ich bin auch bereit, über eine Ausnahme zu reden. Wir können das doch so machen wie in Frankreich. Da haben Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter immer Anspruch auf 110% des Lohnes, den jemand aus der Stammbelegschaft für die gleiche Tätigkeit bekommt. Dann wird es zur Ausnahme. Dann wird es zur Ausnahme. Wir haben 8 Millionen Menschen in Deutschland, die weniger als 7 Euro die Stunde verdienen. Und wir haben noch mal 7,5 Millionen Menschen, die Minijobberinnen und Minijobber sind. Und damit haben wir etwas, was man sich ja gar nicht vorstellen kann, laut OECD, den größten Niedriglohnsektor Europas. Er ist größer als in Griechenland. Er ist größer als Zypern. Also ich meine, das haut einen ja fast um, muss ich mal sagen. Ein Land, das so reich ist, deshalb sage ich Reichtum für alle und nicht Armut für immer mehr. Das ist die Gegenslogan dafür. Das muss endlich aufhören. Dann finde ich auch eine Idee gut. Ich würde an Unternehmen keine öffentlichen Aufträge mehr geben, die sich aus der Tarifgemeinschaft verabschieden. Das dient ja immer dem Unterlaufen von Löhnen. Das muss endlich aufhören. Also, flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Die Gewerkschaften SPD und Grüne wollen 8,50 Euro, wir wollen 10 Euro. Ich will ja zu unserer schwachen Verteidigung nur darauf hinweisen, dass man erst bei 10 Euro wenigstens die Mindestgrundsicherungsrente erreicht, bei 8,50 Euro nicht. Und nicht mal ganz bei 10 Euro, du musst sogar noch ein bisschen mehr als 10 Euro verdienen. Ihr habt ein zweites Thema Rente, da gäbe es so viel zu sagen. Aber ich sage nur, niedrige Löhne führen auch zu Armut im Alter. Und ich kann das Argument, dass man für die jungen Leute die Beiträge niedrig halten muss, nicht akzeptieren, weil diese jungen Leute später Armutsrenten beziehen werden. Das ist überhaupt keine Perspektive. Und deshalb sage ich hier klar, mit uns ist eine Rente erst ab 67 nicht zu machen. Ich halte das für völlig falsch. Die ganzen Debatten um das Älterwerden sind falsch. Die Produktivitätssteigerung ist das Entscheidende. Eine Bäuerin hat noch vor kurzem 8 Personen versorgt, sie versorgt heute 80 Personen. Deshalb sind wir selbstverständlich in der Lage, eine Rente ab 65 zu zahlen, und zwar auch in einer Höhe, die Altersarmut verhindert. Und 1050 Euro ist ja nur die Mindestrente, die wir dringend benötigen, meines Erachtens. Dringend benötigen. Wir müssen der jungen Generation sagen, die Zeiten sind vorbei, wo nur abhängig Beschäftigte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Alle mit Einkommen müssen einzahlen. Auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte. Alle. Es ist wahr, der Millionär braucht keine gesetzliche Rente, aber die gesetzliche Rentenversicherung braucht den Millionär. Und genau das müssen wir auch mal durchführen hier in Deutschland. Noch was zum Rentenalter. Ein bisschen verstehe ich natürlich Politikerinnen und Politiker, weil die verwechseln immer ihren Beruf mit anderen Berufen. Du kannst natürlich mit 90 noch im Bundestag rumdödeln, ohne dass es einer merkt, aber eben kein Dach mehr decken. Aber kein Dach mehr decken, das ist das Problem. Und das muss Ihnen erklärt werden.